Herzlich willkommen zum Infotag der Ludwig-Erhard-Schule. Wir möchten Sie in dieser Präsentation über die Möglichkeiten des zweiten Bildungswegs, die die Ludwig-Erhard-Schule anbietet, informieren. Die Ludwig-Erhard-Schule in Pforzheim ist ein kaufmännisches Bildungszentrum. Wir haben etwa 1700 Schülerinnen und Schüler und etwa 90 Lehrerinnen und Lehrer. Wir bieten Ihnen für den zweiten Bildungsweg das einjährige Berufskolleg Fachhochschulreife, welches mit BKFH abgekürzt wird, und die zweijährige Wirtschaftsoberschule, abgekürzt mit WO. Was haben Sie jetzt von dem Besuch des BKFH oder der WO? Sie verbessern eindeutig Ihre Karrierechancen im beruflichen Leben. Sie haben vielleicht festgestellt, wenn Sie vom der Realschule kommen und eine Berufsausbildung gemacht haben, dass in vielen deutschen Unternehmen die Karrieretür zufällt, weil sie über kein Studium verfügen. Und wir hoffen halt mit dem Abschluss des BKFHs oder WO, dass sich die ein oder andere Tür für sie dann öffnen wird. Grundsätzlich sind sie natürlich auch viel flexibler für den Arbeitsmarkt, je besser sie qualifiziert sind. Und es bieten sich für sie einfach viele Möglichkeiten zu studieren. Beim Studium möchten wir Sie grundsätzlich darauf vorbereiten, weil Studium und Schule ist was total Unterschiedliches. Wir möchten Sie schon auf dieses Wissenschaftliche arbeiten. Sie müssen im Studium, egal was Sie studieren, Seminar, Projektarbeiten, auch eine Bachelor- oder eine Masterthese schreiben. Und was sich dahinter verbirgt, möchten wir mit Ihnen einfach im BKFH und auch in der WO üben. Sie erwerben wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen. Das heißt, wenn Sie BWL oder VWL studieren wollen, haben Sie dadurch deutliche Vorteile. Sie verbessern Ihre Fremdsprachenkenntnisse, nicht nur im Englisch. Vielleicht wollen Sie auch eine zweite Fremdsprache erwerben. In der WO ist das möglich, zum Beispiel Spanisch. Dort erweitern Sie eindeutig Ihre Sprachkompetenz. Die Sprachkompetenz auch nicht nur in der Fremdsprache, sondern vor allem auch in der deutschen Sprache, weil Sie natürlich sehr explizit, sehr intensiv auch deutsche Texte analysieren, deutsche Texte verfassen müssen. Somit wird Ihr Sprachvermögen sich auch deutlich verbessern. Und das Schöne ist, für Sie fallen keine Kosten an. Das heißt, beide Bildungsgänge sind für Sie umsonst. Sie bekommen auch Schulbücher und so weiter alles gestellt. Sie müssen also keine Schulgebühren bezahlen. Wenn Sie vielleicht zu einem privaten Bildungsträger gehen würden, dann würden Schulgebühren anfallen, bei uns nicht. Und zum Teil ist es auch möglich, elternunabhängiges BAföG zu beantragen. Ich möchte nochmal das Thema wirtschaftliche Kompetenz ein wenig vertiefen. Sie sehen hier die Schlagzeile, riesige Bildungslücken beim Thema Geld. Es ist einfach so, dass viele Bundesbürger sich zum Thema Geld einfach sich sehr wenig oder zum Teil auch sehr schlecht auskennen. Und wenn Sie das BKFH oder die WO besuchen, erweitern Sie dort halt deutlich Ihre Kompetenzen. Zum Beispiel Thema Inflation ist ein Thema, was für uns alle eine Bedeutung hat. Sie verstehen einfach grundsätzlich besser die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Und wenn ich wirtschaftliche Zusammenhänge verstehe, dann kann ich auch die richtigen Entscheidungen für mein eigenes Leben einfach besser treffen. Beispiel private Vorsorge oder Beispiel Finanzplanung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann interessiert Sie vielleicht auch, welche Voraussetzungen Sie erfüllen müssen. Für beide Schularten benötigen Sie einen mittleren Bildungsabschluss und eine abgeschlossene zweijährige kaufmännische Ausbildung beziehungsweise mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich. Sollten Sie keine kaufmännische Ausbildung oder Berufserfahrung haben und Sie haben trotzdem Interesse, können Sie sich aber bitte informieren. Manchmal gibt es trotzdem die Möglichkeit, die in das Berufskolleg Fachhochschulreife beziehungsweise in die Wirtschaftsoberschule einzusteigen. Zu diesen Voraussetzungen kommt in der WO noch etwas dazu. In der Wirtschaftsoberschule brauchen Sie in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathe und in der Naturwissenschaft, die Sie in der Abschlussklasse hatten, einen Durchschnitt von 3,0 und in jedem dieser Fächer einzeln die Note ausreichend. Wenn Sie diese Kenntnisse nicht haben, dann können Sie auch über eine Aufnahmeprüfung nachweisen, dass Sie mittlerweile die Kenntnisse haben. Für die Wirtschaftsoberschule gibt es noch zur Ausbildung eine
dritte Alternative, und zwar, wenn Sie ein kaufmännisches Berufskolleg besucht haben und dort den Wirtschaftsassistenten abgelegt haben, so ist das auch eine Zugangsmöglichkeit zur WU. Welche Abschlüsse können Sie jetzt erwerben? Im BKFH erwerben Sie die Fachhochschulreife. Diese Fachhochschulreife ist bundesweit anerkannt. Das heißt, Sie können in jedem Bundesland in Deutschland an einer Fachhochschule studieren. In der Wirtschaftsoberschule gibt es grundsätzlich zwei Abschlüsse, die Sie erwerben können. Zu einem ist das die allgemeine Hochschulreife. Die ist auch eher bekannt unter dem Begriff Abitur. Allgemeine Hochschulreife können Sie dann erwerben, wenn Sie eine zweite Fremdsprache neben Englisch absolviert haben. Das kann, die können Sie absolvieren, indem Sie 2 Jahre in der Wirtschaftsoberschule, zum Beispiel Spanisch bei Null, anfangen, oder Sie weisen diese zweite Fremdsprache von Ihrer Realschule oder Gymnasium dementsprechend nach. Haben Sie keine zweite Fremdsprache, sondern Sie verfügen nur über Englischkenntnisse, dann erwerben Sie die fachgebundene Hochschulreife, und die fachgebundene Hochschulreife berechtigt auch zu einem Studium, aber halt nur in ausgewählten Fächern. Wie melden Sie sich an? Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre Anmeldung bis Anfang März entgegennehmen könnten. Sie finden Sie die Anmeldungsunterlagen unter www.lspforzheim.de, was Sie jetzt eingeblendet sehen, und geben Sie doch dann bitte Ihre Anmeldeunterlagen bei uns im Sekretariat ab oder geben Sie es einfach in die Post. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, oder wir freuen uns auch, mit Ihnen das persönliche Gespräch am Infotag führen zu können. Die Internetadresse sehen Sie unten auch eingeblendet. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns, Sie vielleicht bei uns an der Schule begrüßen zu dürfen.